Abteilung! Halt! Links! Um! Richt euch! Today, the chief of staff of Supreme Headquarters to Allied Powers Europe, Admiral Joachim Müller, and Commander German Force Naval Service, Lieutenant General Martin Schelleis, will oversee the transfer of command from Lieutenant General Jürgen Macker to Lieutenant General Alexander Solfrank. Ladies and gentlemen, the Commander of the Multinational Joint Headquarters and Joint Subordinate Command, Lieutenant General Jürgen Macker, will now address the brief. Ladies and gentlemen, military and civilian staff of the Joint Support and Enabling Command, who can now say how to implement his vision together with the members of both commands. And fully embrace the decision to integrate the standing joint logistics support group into the JSAC. This is a result of your great work. General, sir, thank you very much. Young music man now play as the Grossing Kempfrist in Preußenmarsch. Sehr geehrter Herr Wehrbeauftragter Dr. Höbel, sehr geehrter Staatssekretär Klink, Generals and Admirals, ladies and gentlemen. Today's transfer of command ceremony comes at the beginning of a new epoch. Russia's invasion of Ukraine's sovereign territory just 3 weeks ago cannot be justified and shall be named as what it is, a criminal, felonious attack. From the very beginning, Germany has made itself available as a framework nation and has provided more personnel, funds and support than any other nation. This extraordinary commitment was and continues to be characteristic for Germany's government security policy in the aftermath of the Crimea crisis. It clearly underscores Germany's commitment to NATO and the alliance obligations that go with it. Admiral, sir, thank you. The Army Music Band will now play Highland Cathedral.
Ladies and gentlemen, please be seated. Thank you.
Meine Damen, meine Herren, ich belästige Sie nur noch eine Minute. Ich bitte kurz vorzutreten den Stabsfeldwebel Müller vom Musikchor. Und ich bitte einen warmen Applaus für das Musikchor von Stabsfeldwebel Müller, der mit mir in die Ruhestand geht. Also, grüß Gott, freue mich, dass Sie hier sind, dass Sie berichten. Ich freue mich, wieder in Baden-Württemberg zu sein. Ich bin jetzt zum dritten Mal in Baden-Württemberg, nach Sigmaringen, nach Calw, jetzt in Ulm. Ich bin hier super aufgenommen worden. Das sind schwierige Zeiten, aber ich habe hier einen Stab übernommen, der mit großer Ernsthaftigkeit und mit Professionalität die Aufgaben beherrscht. Ich werde mich versuchen, möglichst schnell meine Aufgabe einzuarbeiten. Und ich freue mich, hier in diesem Team, diesem großartigen Team zu arbeiten. Und ich denke, die Bürger können sich auf uns hier verlassen. Vielen Dank.